Vielleicht beginnen wir. Ich habe gestern mal gegoogelt über sie. Da war ja auch ganz viel letztendlich zu finden, ganz, ganz viel. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist ihr großes Thema der Kostenfaktor Angst, besonders in der Wirtschaft. Und gerade die emotional stressigen Situationen in der Arbeitswelt und die daraus resultierenden Das ist richtig, ja. Krankheitskosten und so weiter. Und wenn Sie uns Ja. da vielleicht noch mal 2 Minuten so Ihre Hauptüberlegung, was Sie meinen, wo zumindest unsere Gesellschaft nicht sehr gut funktioniert, sei es in der Wirtschaft Ja, oder was, wenn Sie uns also da Sie noch haben mal was mich ja sagen. schon ein bisschen vorgestellt mit, ich komme ja aus so vom Denken her aus der Industrie raus. Ich bin vom Studium her ja Diplomkaufmann und dann nochmal promovierter Soziologe, das habe ich in Schweden studiert. Ich war viele Jahre bei einem Amerikaner im Personalwesen tätig und habe dann schließlich in der damaligen Fachhochschule Köln, jetzige Technische Hochschule Köln, das Personalwesen zu einem Human Relation, wie man das so schön auf Deutsch sagt, weiterentwickelt. Und das ist also mein Denken und bin von daher so auf den Gedanken gekommen, dass eigentlich meine Lehre total falsch ist, wenn ich nur Sachlichkeit vermittle. Sachlich, also kognitive Dinge. Und durch mein Soziologiestudium bin ich denn quasi in der Lage, auch die Emotionen mit einzubeziehen. Und da bin ich zu dem Satz gekommen, den ich für sehr wichtig halte, dass unser Leben von Emotionen, von unseren Empfindungen her bestimmt wird. Und unsere rationalen Fähigkeiten dazu da sind, dann meine Emotionen in die entsprechende Bahnen zu lenken. Zum Beispiel in meinem Fach ein ganz wichtiger Satz von mir entwickelt: Führung ist ein emotionaler Prozess, der zu einem sachlichen Ziel führt. Also die Kombination zwischen Emotionen und Sachlichkeit. Und das, Sie müssen mich unterbrechen, wenn ich jetzt zu viel schon Vortrage mache. Und Nee. das ist gerade im Augenblick sehr wichtig, weil wir uns ja, entweder befinden wir uns schon im Industriezeitalter 4.0 oder bewegen uns dahin mit den ganzen Robotern und so weiter. Wenn wir da die Emotionen nicht mit einbeziehen und unseren Denkprozess anders strukturieren, dann werden wir Schwierigkeiten haben. Dass es eben falsche Anreize gibt oder ja, falsche Anreize gibt, um so Prozesse zu steuern. Weil Das ist richtig. es ist ja so, dass die in Führungsebenen es eben nicht emotional gehandelt wird, sondern dass da die Angst das beherrschende Moment. Moment ist. Ja. Wobei Angst nicht immer negativ sein muss. Wenn unsere oberen Führungskräfte in der Automobilindustrie ein bisschen mehr Angst gehabt hätten, zum Beispiel bei Audi, entdeckt zu werden, dann wären sie vielleicht ehrlicher gewesen. Okay, ja, das ist interessant. Ja, Angst genau, in also bis zum der gewissen Grad, also Kommunikation sind ja Worte, Werte geladen. Und ja. das Wort Angst hat immer einen negativen Wert. Wert. Aber Angst ist etwas ganz Normales. Kann negativ sein, kann positiv sein. Genau. Alle Lebenswesen, also wir auch, leben von der Angst. Wenn Sie mal in Afrika waren und sahen an einem Wasserteich die Tiere, das erste war die Angst. Kam das größere Tier, dann haute das eine Tier ab oder es biss zu. Also Genau. bestimmt Angst unser Leben. Genau, das. Der Professor Richard Dawkins ist ja vielleicht so einer der weltberühmtesten Wissenschaftler zur Zeit. Der hat genau das bestätigt, was Sie eben gerade gesagt haben. Emotionen, Emotionen, Emotionen. Und dafür gibt es dieses Wort, diesen Begriff des Memes, hat Professor Richard Dawkins bekannt gemacht. Das heißt, dass wir uns bei weitem nicht nur um die Evolution der Gene kümmern müssen, sondern um die Evolution der Meme. Und die Meme steuern Emotionen. Also wenn ich zum Beispiel ein Vollkommen Meme richtig, habe, ja. dass ein Löwe mich am Teich, am Wasserloch, ein Löwe mich überfallen könnte, dann habe ich eine gesunde Angst, weil dieses Meme ja realistisch ist. Ja? Habe ich dieses Meme aber, und es ist unrealistisch, und es ist sehr stark und es ist unrealistisch, dann habe ich schon fast einen pathologischen mimetischen Zustand. Ne? Ja, Und richtig. genau, also wir, Aber wir Sie haben jetzt was sehr Wichtiges gesagt. Sie haben
gesunde Angst genannt. Genau. Und die gesunde Angst ist eigentlich die Erkenntnis, dass Angst in uns Menschen ein Urgefühl ist. Es ist da. Ja. Es ist immer da, aber Gott sei Dank spüren es wir nicht immer. Wir spüren die Angst nicht immer, sonst würden wir ja pathologisch. Genau. Es kann allerdings jederzeit und sofort aktiviert werden. Das kann in diesem Moment bei Ihnen, bei mir oder bei der Frau Stetzer passieren. Das ist ja unsere natürliche Schutzfunktion Angst vor Gefahren. Ja, ja, genau. Bitte, dass ich Angst als Urgefühl erkenne, denn dann muss ich nicht gegen die Angst ankämpfen, sondern kann die Angst als Teil meiner Persönlichkeit nennen und lerne dann damit umzugehen. Genau, das habe ich auch so gelesen. Aber ab wann ist denn Angst unrealistisch? Wie kann man das denn klären? Ja, das hat ja uns Professor Dawkins ja eigentlich gesagt. Professor Dawkins hat da übrigens die Tür, die Brücke zwischen der Biologie, der Psychologie, der Soziologie und allen anderen Humanwissenschaften geöffnet mit diesem Wort von Memory, Mem, also Gedächtnis, verhaltenssteuernde Gedächtnisinhalte, hat er uns ja quasi die Gefühlswelt in die Biologie reingebracht, stärker sozusagen, und hat uns diese Tür geöffnet und so etwas Interdisziplinäres damit geöffnet, dass wir mittlerweile sagen können, dann, wenn ein Mem oder ein Memplex, ein Komplex von Adler steckt da noch mit drin, Alfred Adler, wenn ein Memplex oder ein Mem sozusagen unrealistisch ist, er hat auch manchmal, manche haben gesprochen von parasitären Memen, also von, oder von Virusmemen oder von Irrtumsmemen, ist es, ist, vielleicht kann man sprechen. Und wenn ein Irrtumsmem, also sozusagen sich einfach nicht mit der Realität deckt, dann haben wir Probleme. Und davon ist unsere Kultur extrem voll. Und auch gerade die Unternehmen sind voll. Können Sie mal ein Beispiel nennen für ein Irrtum, für so ein Irrtumsmem, wo was falsch gelaufen ist? Zum Beispiel, wenn ein Mensch, ein Jugendlicher, was mittlerweile von der Psychologie zu 100% bewiesen ist, einen gewaltverherrlichende Spielfilme schaut, dann pflanzt sich das Mem als mögliche von der Gewalt als mögliche Verhaltensstrategie ziemlich fest in dem Kopf dieses Jugendlichen ein. Kommt er jetzt in eine stressige oder angstbesetzte Situation, dann kann es sein, dass er auf dieses Mem, weil es eben sehr stark in seinem Gehirn präsent ist, einfach zurückgreift und plötzlich zuschlägt. Ja? Und schon sind sie in einem unrealistischen Bereich, denn dieser Spielfilm hat ja nicht Realität abgebildet, sondern es war ein gewaltverherrlichender Gewaltkrimi oder Gewaltdarstellungsfilm und hat dort übertrieben, eigentlich in der Natur gar nicht vorkommende Gewaltausmaße dargestellt, und schon sind sie im unrealistischen Bereich und der Jugendliche landet im Gefängnis, weil er quasi einen gewaltverherrlichenden Spielfilm geschaut hat. Ne? Ne? Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja. Wenn wir von Angst reden, ich muss sagen, wenn ich von Angst rede, meine Angst ist die des gesunden Menschen. Mhm. Wenn die so weit ausgeprägt ist, wie Sie es gerade eben mit Herr Webers gesagt hat, dann geht es ja in die Krankheit rein. Ja. Und da muss ich einen Strich ziehen, da habe ich keine Erfahrung von, ich bin kein Arzt. Genau. Ich behandle oder ich handle mich in Ängsten des gesunden Menschen und unterscheide da zwischen der konstruktiven Angst und der destruktiven Angst. Das ist ja vielleicht die gleiche Sache. Die Angst, von der wir eben sprachen, die mich so in eine Handlungsunfähigkeit bringt. Wenn die konstruktive Angst durchaus mich auch in den Bereich der Kreativität bringen kann. Also dann auch sehr zukunftsorientiert wichtig sein kann. Also auf jeden Fall. Wie würden Sie die destruktive Gewalt, wie äußert sich die? Sie haben das ja bei Unternehmen vor allem oder ich muss nur gerade auf die Arbeitsgebiet. Darf ich ein Beispiel bringen? Selbsterlebt. Ja. Meine Thesen kommen ja sehr viel von meinem Selbsterlebnis her. Es werden ja immer wieder Beurteilungsgespräche geführt im Betrieb. Mhm. Jetzt kann ich das Beurteilungsgespräch so führen, Fehler entdecken bei dem Betreffenden, und dann sehen Sie, da haben Sie ja schon wieder einen Fehler gemacht. Ja. Ist das eine, dann baue ich eine destruktive Angst auf, die als einziges Ziel hat, mich als den großen, mächtigen Menschen darzustellen, der dem kleinen Fehler nachweist. Ja.
Das ist die destruktive Angst. Die konstruktive Angst wäre, ihm nachzuweisen, nicht nachzuweisen, mit ihm zu besprechen, Kommunikation zu betreiben, dass das so nicht richtig war, er aber es anders besser machen kann. Okay. Dann baue ich bei ihm die destruktive Angst ab und kriege kreatives Verhalten bei ihm. Nämlich, dass wir in Unternehmen sozusagen Konstellationen schaffen müssen, wo solche zum Beispiel erniedrigenden Ansprachen nicht stattfinden, sondern wo sehr gut ausgedrückt. Leistung fair, wo Leistung sozusagen fair gemessen wird und eigentlich man dann freundschaftlich eher mit dem Mitarbeiter spricht so, ja. Und so weiter und ihm hilft sozusagen vielleicht noch besser mit den Anforderungen zurückzukommen, als ihn zu erniedrigen und der Gefahr eines Selbstwertverlustes oder einer Selbstwertbedrohung auszusetzen, auf die er dann mit Angst reagiert und mit vielleicht Gegenmaßnahmen und mit aggressiven, vielleicht betriebsschädigenden Gegenmaßnahmen. Also da sind wir, ich glaube, Herr Professor Panse, da sind wir völlig einig und das passt auch sehr gut zu unserem Rat. Das ist auch unser Anliegen. Wir müssen uns nämlich jetzt mal der Gesundheitsreform nähern. Ich höre hinzu, ja. Genau, und da hat Professor Dawkins, ich sage Ihnen nur die Kernaussage von Dawkins, und der hat etwas erkannt im Rechtsanwaltswesen, was wir parallel zum Gesundheitswesen sehen als Problematik, weil wir ja auch der Meinung sind, wir sollten vielleicht in Zukunft auch, dass jeder Bürger vielleicht ganz preiswerte Rechtsschutzversicherung haben sollte und einen Hausanwalt, der langfristig alle juristischen Querelen von uns hält. Und das hat Professor Dawkins angeregt. Er hat nämlich in Weltbestseller mal geschrieben, ich wollte mich scheiden lassen mit meiner Frau. Wir sind beste Freunde und wollten uns ganz harmonisch scheiden lassen. Das englische Gesetz zwingt mich aber, wie viele Gesetze in den USA auch, zwang mich, einen Anwalt zu nehmen und zwang meine Frau, einen Anwalt zu nehmen. Und jetzt entstand eine völlige Eigendynamik. Beide Anwälte gingen aufeinander los, gestalteten den ganzen Prozess streitig und am Ende mussten meine Frau und ich hatten riesige Verluste an Nerven, im Nervenkostüm, Stress und Angst und so weiter und viele finanzielle Verluste. Riesigen Kostenfaktor. Und das machen die Rechtsanwälte ja gerne. Die streiten sich ja gerne hoch, beide Parteien. Genau. Je höher und je weiter sie kommen, umso mehr verdienen sie ja. Genau. Und das hat er, dieser weltberühmte Professor, ja am eigenen Leibe erlebt und hat dann geschrieben. Und damit hat er die Tür eigentlich für unseren Rat aufgemacht. Der war eigentlich auch der Initiator unseres Rates im Prinzip, weil er damals die Tür aufgemacht hat für den Gedanken, der hat dann geschrieben, da stimmt doch was nicht. Da stimmt doch was in unserem gesamten arbeitsteiligen System nicht, wenn wir da solche Fehlanreize haben. Und das ist die Grundidee auch des Gesundheitswesens. Ich muss noch einen Satz, dann kommen Sie gleich wieder zu Wort. Frau Professor Dr. Med. Karin Michels, Präsidentin des Instituts für Prävention der Universität Freiburg und der Kinderarzt Christian Döring, zufällig auch aus Köln, sagten zum Beispiel, Frau Professor Michel sagte, ja früher, da wurde der Arzt bezahlt, solange alle im Dorf gesund waren. Wurde jemand krank, wurde er nicht mehr bezahlt. Und das zeigt, dass man ein Gefühl für die Anreizung von Prävention hatte sozusagen. Und der Christian Döring behandelte, der Kinderarzt beendete seinen Vortrag in München mit dem Satz, wir sollten doch da endlich dafür sorgen, dass der Arzt dafür zuständig wird, die Gesundheit der Menschen zu erhalten und zu fördern und auch, dass er dafür und danach auch honoriert wird. Ja, und nicht für den Verkauf von Igelleistungen und Operationen. Das hat er jetzt nicht gesagt, das habe ich jetzt ergänzt. Ja. Und das waren was sagen Sie erstmal zu dieser Grundüberlegung von Dawkins, Michels und Döring? Denn die werden vielleicht ja auch zu dem Rat gehören, langfristig. Meinten Sie mich jetzt? Ja, beide. Ja, da sind wir wieder überein. Was er jetzt zur Gesundheit sagt, das sage ich genauso jetzt industriell zur Industrie 4.0. Jetzt muss ich Ihnen als letzten Wissenschaftler vorstellen, den Dr. Helmut Hildebrand, der als Leiter der
Fachkommission Gesundheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung einen ganz hervorragenden Vortrag gehalten hat. Und zwar schreibt erst einmal die Heinrich-Böll-Stiftung unter seinem Video, schrieb sie damals, ja, diese Anekdote vom alten China, dass der Arzt mehr Honorar bekommen soll, wenn ich nie krank werde und etwas weniger Honorar bekommen soll, wenn ich chronisch krank werde, damit er immer den Anreiz hat, Wege zu erforschen, auch in der Wissenschaft zu erforschen, wie Menschen gesund erhalten werden können, wie man vielleicht präventiv Kurse anbietet, Ernährungskurse, Sportkurse, Kochkurse, was auch immer, um die Menschen so gesund wie möglich zu halten. Und wenn dann die Menschen mitmachen, kriegen sie auch noch eine Beitragsrückerstattungsprämie, Sonderbelohnungsprämie, wenn sie übers Jahr zum Beispiel gesund geblieben sind oder nicht stärker krank geworden sind. Diese Grundidee wurde also dann von der Heinrich-Böll-Stiftung ganz klar formuliert und dieser Dr. Helmut Hildebrand endet seinen Vortrag mit dem Satz, wir müssen im Gesundheitswesen, aber auch in allen anderen Systemen, das habe ich jetzt ergänzt, den versteckten negativen Anreizen, zum Beispiel um mehr Operationen zu verkaufen, um jeden Preis, um das Überleben des Krankenhauses zu sichern, sozusagen, müssen wir müssen sozusagen diese, wie Frau Stetzer so schön schrieb, wir müssen diese negativen Fehlanreize überschreiben durch ganz bewusst gesetzte positive Gegenanreize, weil nämlich sonst der Arzt in einem ständigen Konflikt ist. Aus moralischen Gründen würde ich jetzt vielleicht diese Operation unterlassen und lieber eine konservative Behandlung machen, weil der Patient eigentlich die Operation noch nicht braucht. Aber das Krankenhaus und die... Darf ich da kurz unterbrechen? Ja. Das ganz wichtig ist, da sind wir genau bei meiner Angst. Dieser Arzt lebt doch in der Angst, ich muss Operationen machen, sonst fliege ich hier raus. Ja, genau. Ich kenne so einen Arzt, der deswegen seine Krankenhauskarriere beendet hat. Ja, genau. Und der Fehlanreiz macht, der Fehlanreiz kann angstmäßig da krank machen. Und ein Professor hat das im Fernsehen mal so schön gesagt, ich stehe vor dem Konflikt, folge ich meiner Ethik und meiner Moral und meinem Eid, dann verliere ich aber den Job, dann verliere ich den Job und fliege raus und krieg vielleicht nie wieder einen Job in der Medizin oder krieg nie wieder ein Bein auf dem Boden. Und auf der anderen Seite vergesse ich meine Moral, dann stellt die Gesellschaft mir einen Porsche vor die Tür. Und dem folgen halt die meisten Ärzte und lassen sich dann lieber den Porsche vor die Tür stellen und sagen, die Gesellschaft ist ja schuld mit den Fehlanreizen. Ja? Solange die Gesellschaft diese Fehlanreize stellt, können wir ja nichts machen. Und deswegen sind wir als Rat dafür zuständig, diese Fehlanreize zu korrigieren. Ja, was sagen Sie dazu? Aber es ist ja, die Korrektur findet ja sozusagen in den Köpfen als erstes statt. Ja. Weil es gibt ja schon auch, Prävention ist ja ein ganz großes Thema im Gesundheitssystem und wird ja auch, also es werden ja schon zum Beispiel Gesundheits-, Ernährungskurse von der Krankenkasse bezahlt für mich als Patient. Also es gibt ja durchaus auch positive Anreize schon, die da sind. Oder würden Sie sagen, dass das dass auch die positiven Anreize, die ich jetzt als positiv bezeichnen würde, dass das gar keine richtigen positiven Anreize sind? Nein, genau. Die sind nicht richtig gesetzt, die Anreize. Sie müssen immer wasserdicht setzen. Wasserdicht setzen bedeutet, dass Sie nicht einen Schleichweg eröffnen, bei dem ich den eigentlichen Willen und die Absicht des Systems umgehen kann oder umgehen muss, um einen Gewinn zu erzielen. Also von daher ist also die Idee sozusagen so, die bisherigen Versuche sind gut gemeint, aber schlecht gemacht. Also es müsste eine Gesundheitsreform, die das ganze Gesundheitssystem neu strukturiert. Genau. Damit das funktionieren kann. Also ein Beispiel ist, Herr Professor Panze, vielleicht für Sie interessant, zum Beispiel haben Sie sich schon mal mit privater Krankenversicherung beschäftigt? Ja, da bin ich ja selbst von betroffen. Dann schildere ich Ihnen mal zum Beispiel ein mögliches Reformmodell, was zum Beispiel die private Krankenversicherung sofort umsetzen könnte, ohne Erlaubnis der Bundesregierung. Selbst umsetzen. Sie könnte Ihnen morgen einen Tarif anbieten, wo Sie Ihren Hausarzt wählen und dieser Hausarzt
Sie zahlen einen Vollbeitrag. Davon kommt ein Teil des Vollbeitrags, der größte Teil kommt in ein Konto in der Versicherung für Ihren Hausarzt. Da wird das gespeichert und wird ihm erst am Ende des Jahres ausgeschüttet sozusagen. Oder zumindest in Teilen wird es zurückbehalten, weil nämlich die Versicherung selbst versichert Sie nämlich nur mit einem sogenannten Selbstbeteiligungstarif, wo zum Beispiel, wo es dann heißt, wenn Sie mit dem Hausarzt unzufrieden sind und andere medizinische Behandlungen brauchen oder wollen, dann muss bis zu 3.000 Euro zum Beispiel im Jahr ein Selbstbeteiligungsbeitrag geleistet werden. Den leisten aber nicht mehr Sie als Versicherte, sondern Ihr Hausarzt für Sie. Er hat also ein Interesse daran, Sie so gut zu betreuen und zu versorgen, dass Sie niemand anderen brauchen, weil es Ihnen so gut geht. Und wenn ihm das nicht so gut gelingt, dann muss er halt im schlimmsten Fall bis zu 3.000 Euro Rechnungen der anderen Ärzte bezahlen. Und man sollte ihn eigentlich auch, was zwar heute noch nicht vorgesehen ist, auch prozentual irgendwie auch so ein bisschen was zahlen lassen an eventuellen Krankenhauskosten, damit er von der Motivation zu einem hervorragenden Präventivarzt wird. Ist das verständlich? Ja, aber oder es gibt ja durchaus kompliziertere medizinische Fälle, wo der Arzt tatsächlich Schwierigkeiten hat, jemanden gesund zu machen. Selbstverständlich. Oder wie ist dann wäre das ja ein bisschen ungerecht, wenn der Hausarzt dann dafür zahlen muss, dass bestimmte Krankheiten einfach nicht so leicht in den Griff zu kriegen sind. Oder auch von ihm nicht behandelt werden können. Können, ja. Zum Beispiel, wenn er mich zum Orthopäden schickt, was dann? Genau, aber das ist schicken ein... muss. Ja, aber es ist sehr schön. Sie denken völlig richtig mit, aber die Antwort lautet, das haben wir uns natürlich alles auch gedacht, das ist ja auch nicht das einzige Modell, das ist jetzt bei weitem nicht das einzige Modell, das ist nur eins von ungefähr 5 Modellen, die wir hier intern alle diskutieren, aufgrund der Professoren, mit denen wir sprechen oder die uns angeregt haben. Ich sage Ihnen mal die Antwort darauf. Das Ganze ist ein statistisches Phänomen. Der Hausarzt hat, sagen wir mal, er hat 500 Versicherte, die ihn sich als Hausarzt erwählt haben. Und stellen Sie sich vor, bei den 500 Versicherten, jeder Hausarzt wird immer ein paar chronisch Kranke dabei haben und er wird auch immer sozusagen, zum Beispiel, er wird den einen oder anderen chronischen Kranken dabei haben, den er gar nicht, wo er gar nicht richtig kompetent dafür ist. Da ist es dann sogar besser, wenn er dann sagt, ich bitte Sie einfach, ich traue mir es einfach nicht zu, Sie optimal zu betreuen. Ich habe da gehört von dem Kollegen XY, Hausarzt hier ganz in der Nähe, der sich gerade sich speziell gut auskennt in dem Bereich, wo Sie jetzt eigentlich Hilfe brauchen. Und dann ist es besser für den Hausarzt und für den Versicherten, wenn ich ihn dann bitte, zu dem kompetenteren Arzt zu gehen in diesem Spezialgebiet. Und außerdem hat statistisch gesehen unter den 500 hat jeder ein paar schwer chronisch Kranke, wo er nichts bewirken kann. Aber das wird im Ende in den Kosten keine große Rolle spielen. Wenn ich trotzdem insgesamt ein guter, präventiv wirkender, gut gesundheitsberaterlicher Arzt bin, dann werde ich am Ende eine sehr gute Gesamtsumme ausgeschüttet bekommen von der Krankenversicherung. Ja. Mhm. Das ist so die Antwort. Aber wie gesagt, das ist bei Weitem nicht das beste System, über das wir diskutieren. Es ist nur ein System. Ja. Herr Professor Pansi, können Sie sich das vorstellen? Also können Sie sich das ungefähr vorstellen, dieses System? Ich kann mir das sehr gut vorstellen, bin allerdings im Augenblick, ich glaube, da bin ich auf der Seite von der Frau Stetzer, ja. Ein bisschen skeptisch, wenn ich, und ich erlebe das ja bei mir im Augenblick, ich habe ein orthopädisches Problem, dann muss er mich zum Orthopäden schicken. Ja. Ich hätte vielleicht noch, das habe ich nicht, ein Herzproblem, dann muss er mich zu einem Herzfacharzt schicken. Es kann ja sein, dass ich viele Probleme habe, dann müsste ich ja viele Ärzte haben. Nein, ich möchte ja meinen Hausarzt haben, der mich dann quasi als Leitfigur jetzt zum Orthopäden schickt, dahin schickt, aber die Fäden bei ihm zusammenlaufen. Genau. Damit der eine nicht doppelt macht, was der andere auch schon gemacht hat. Wir vermuten. Was ich erlebt habe. Ja, wir vermuten, dass. Warum muss ich zweimal eine
eine Röntgenuntersuchung genau, über mich ergehen lassen, wenn die schon mal gemacht verschiedene wurde. Ärzte sind. Das sind die Fehlanreize, denn jeder einzelne Arzt wird noch einmal finanziell belohnt dafür, wenn er eine Doppeluntersuchung macht. Und das ist ein Fehlanreiz. Ja? Richtig. Ja. Habe ich doch nicht zugelassen. Und es kann dann sein, also Herr Professor Panse, für Sie wäre die Lösung langfristig die, dass zum Beispiel durch dieses System, neuer Anreizsystem, würden sich nach und nach quasi, würden sich nicht nur Hausarztpraxen bilden, sondern es würden Hausarztteams sich bilden. Teams mit einem Orthopäden, mit einem Zahnarzt, mit einem. Es würden sich sozusagen Versorgungsstationen, präventive Versorgungsstationen aufbauen. Das genau. DDR schon mal. Genau, daran denke ich auch gerade. Und das würde wieder entstehen, nach und nach, weil alle Ärzte sehen würden, dass es für sie insgesamt besser ist, wenn sie da alle gemeinschaftlich an einen gemeinschaftlichen gesundheitserhaltenden Strang ziehen. Ja? Mhm. Leuchtet ein also soweit? Es geht schon, Es geht schon darum, dass man eben die Experten, dass nicht jeder in seinem Fachgebiet vor sich hinwurschtelt, sondern dass sich die Experten zusammensetzen und gemeinsam an der Gesundheit arbeiten sozusagen. Ja. Sich gegenseitig austauschen. Und genau. sich gegenseitig, genau. Und das auch diskutieren zulassen, über dass der einen andere Patienten Experte, und so weiter. Genau. Oder mit einem Patienten in Gruppe diskutieren. Ne? Ja. Ich nenne Ihnen ein paar weitere Professoren. Professor Friedemann Schrenk, der berühmteste Paläoanthropologe in Deutschland, Professor Richard Hengham, berühmter Anthropologe, Professor Volker Sommer, Eckhard Fohland, in der Tradition von den leider schon verstorbenen Konrad Lorenz, Eibel Eibesfeld, Christian Vogel, Professor Franz de Waal und so weiter, Professor Kristen Hawkes, Professor Sarah Plaffer-Hirdi, die stehen alle eigentlich dafür, dass wir sagen, wir müssen heute unsere Volkswirtschaft, unsere Wirtschaft, unsere Betriebe eigentlich analysieren mit dem Stichwort, wir haben vorhin schon gesagt, Fehlanreize und positive Anreize und das evolutionsbiologisch, wir müssen da die Brücke zur Evolutionsbiologie schließen, die ja auch schon mit dem Wort Mem schon diese Brücke hergestellt wurde, nämlich wir müssen auch unsere wirtschaftliche Situation als ökologische Nischen bezeichnen. Ökologische Nischen, also ein Lebewesen sitzt in einer bestimmten Umwelt und steht, es ist dort bestimmten Rahmenbedingungen ausgesetzt, bestimmten Anreizen ausgesetzt und die steuern sozusagen sein Verhalten. Auch der berühmte Professor Skinner, Boris F. Skinner mit seiner berühmten Skinnerbox, hat so quasi so eine ökologische Nische geschaffen, in der die Taube immer nur dann Futter bekommen hat, wenn sie Pirouetten gedreht hat. Also hat sie Pirouetten gedreht. Und das zeigt, dass eben wir, wenn wir jetzt auch sozusagen ganz bewusst die wirtschaftlichen Situationen, die Managementsituationen als ökologische Nischen sitzen, in denen die Taube quasi eine Rahmenbedingung hat und wenn die Rahmenbedingungen schlecht sind, dreht sie Pirouetten, die am Ende nichts für das Unternehmen bringen. Ja? Jetzt hat sie aber gute Anreizkonstellationen und eine gute Führungskraft und so weiter und gute Rahmenbedingungen sozusagen, wo sie genau weiß, welche Ziele dem Unternehmen nützen und welche nicht und so weiter, dann haben wir eine Evolution im Unternehmen Richtung Konstruktivität. Was sagen Sie zu dieser Idee, Herr Professor Panse? Die ist sehr vernünftig und wenn wir die gesellschaftlich in Gang bringen könnten, fände ich das ein sehr gutes Ziel. Ja, super. Also das Beispiel mit der Taube gefällt mir sehr gut. Ja. Denn wir, letztendlich sind wir alle solche Tauben. Ja, genau. Da hat Professor Skinner damals geniale Experimente gemacht. Ja? Der ist, übrigens, der ist ganz berühmt in der Psychologie. Ich weiß nicht, ob Sie in der Soziologie auch so Nebenfach Psychologie hatten. Da begegnet man meistens auch Professor Skinner, Professor Boris F. Skinner. Ja? Wir diskutieren hier oft sehr darüber, dass wir in den Unternehmen eine gesunde, faire, leistungssportliche Atmosphäre
haben müssen, in der es keine Ängste gibt, auch wenn ich mal Letzter der Rangliste bin, dann spricht meine Führungskraft ganz freundschaftlich mit mir und sagt einfach nur, ja, vielleicht nicht jeder Mensch ist für jede Sache absolut talentiert. Wir gucken mal im Unternehmen, ob wir einen anderen Platz haben, an dem sie in den Ranglisten zum Beispiel vielleicht am Ende viel weiter oben sind. Und es gibt für nichts, also niemand muss sich schämen, dass er für eine Aufgabe vielleicht nicht so viel Talent hat wie der eine oder andere Kollege, sondern wo es ganz fair, zwar ein bisschen leistungssportlich zugeht, aber ohne Angstdruck, ohne Schikanierung, ohne Abwertung der Menschen, sondern wir suchen im Unternehmen den Platz, an dem Sie das richtige Talent dafür haben und wo Sie dann in der Rangliste zu den Vorderen gehören im Unternehmen. Und die Arbeitsämter wären dann eigentlich nur noch, hätten nur noch die Funktion, die Menschen dann zum Beispiel, dann ruft ein Chef einen vom Arbeitsamt dazu und so, wir haben für diesen Mitarbeiter, der sehr gutwillig ist und sehr arbeitswillig ist, leider nicht die ideale Position in unserem Unternehmen gefunden. Lieber Arbeitsamtmitarbeiter, und bei den neuen Anreizen, die dann im Arbeitsamt herrschen würden, würde ja der Arbeitsamtmitarbeiter nur dann Karriere machen, wenn er den unmittelbar an der Hand nimmt und einfach in einen der Nachbarbetriebe geht und sagt und dort mit den Leuten spricht und den dort sofort unterbringt. Also nur noch Arbeitsplatzwechsel und nicht irgendeine stressende Arbeitslosigkeit. Ja? Und das ist die Aufgabe eines zukünftigen Arbeitsamtmitarbeiters mit den richtigen Anreizen. Nämlich ich mache dann als Arbeitsamtmitarbeiter Karriere, wenn eigentlich ich gar keine Arbeitslosen mehr habe, sondern nur noch die an der Hand nehme und sie zu dem nächsten Job bringe. Ja? Hier in Köln versucht das übrigens zurzeit die Stadtsparkasse. Ja. Die Leute abbauen muss und versucht, diese unterzubringen, jetzt in konkurrierenden Banken und Sparkassen und so weiter. Genau, sie übernimmt quasi die Funktion, die eigentlich ein gesundes Arbeitsamt übernehmen sollte. Ja. Na? In dem Zusammenhang würde ich Ihnen gerne einen Satz noch sagen, dann bin ich wieder ruhig mit meiner Angst. Wir leben doch einmal in einer Komfortzone, uns geht's gut, wir haben zu essen, wir haben zu trinken und lebe aber gleichzeitig auch in einer Angstzone, es könnte ja morgen nicht mehr genug zum Essen da sein. Ja. Und das nenne ich, hat das auch in meinen Büchern beschrieben, die sogenannte Angstkurve, die immer hin und her schwankt zwischen Komfort- und Angstzone. Und da gibt es in der Mitte, ich habe das Erfolgszone genannt, das könnten wir aber auch Gesundheitszone nennen, nämlich dort, wo ich mich nicht ganz so wohl fühle in der Komfortzone, um nichts an mir ändern zu müssen, ist ja auch wichtig. Wenn es mir so gut geht, dass ich nichts ändern muss, dann bleibe ich in der Komfortzone und werde am Ende des Lebens irgendwie pensioniert und okay. Aber auch nicht immer in der Angstzone. Angstzone kann ja sein, die Lebensangst kann sein, die Existenzangst und so weiter haben muss. Und da in der Mitte, das ist meine Gesundheitszone. Ich nenne das auch, das ist die Zone der kreativen Unsicherheit. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt rübergekommen ist, dass es auch was mit Gesundheit zu tun hat. Ja, und wie gesagt, so habe ich auch alles im Internet verstanden. Ja, ja, Frau Stetzer? Das ist gut. Frau Stetzer? Genau. Die kreative Zone oder die Gesundheitszone. Zone der kreativen Unsicherheit nenne ich das. Zone der kreativen Unsicherheit. Aber die ist gesundheitsfördernd. Ist die gesundheitsfördernd? Ja, natürlich, wenn ich mich... Genau, die Unsicherheit ist ja erstmal eher negativ. Wenn ich von morgens bis abends auf dem Sofa sitze, weil es mir gut geht, dann werde ich auch krank. Dann kriege ich so meine Zipperleins. Die erfinde ich gleich sogar. Mhm. Okay. Ne? Genauso werde ich schwer krank, wenn ich mich oben in der Angstzone bewege und da nicht rauskomme. Mhm. Da komme ich wieder mit meiner Plasseure jetzt zu weit für meiner konstruktiven und destruktiven Angst. Mit der konstruktiven Angst hole ich mich nämlich selbst runter in die Zone der kreativen Unsicherheit. Man könnte das auch belohnungsmäßig als Erfolgszone bezeichnen, weil mein Leben doch ja viel interessanter und viel besser wird. Ich viel mehr Erfolgserlebnisse habe. Habe ich jetzt meine Gesundheit bzw. negativ meine Krankheit, Burnout und so weiter mit beeinflusst. Habe ich es jetzt richtig verstanden, so das, was wir so hier intern diskutieren, ja, wir diskutieren ja ständig auch die Bücher der verschiedenen Professoren und so weiter, was wir hier, habe ich das richtig verstanden, also quasi so die kreative Komfortzone wäre so die, wo der Mensch sagt, oh ja, jetzt habe ich einfach mal Spaß dran,
sozusagen meinen Kollegen zu zeigen, was ich jetzt für eine nützliche neue Idee oder einen neuen Ansatz für unser Unternehmen entwickle, womit ich dann vielleicht in der Rangliste auch wieder ein Plätzchen nach oben steige, was mir auch Spaß macht. Aber es ist kein zerstörerische Angst, die mich da treibt, sondern es ist mehr so ein Spaß. Von meinem bequemen Sessel weg. Ja, ich bewege mich von dem bequemen Sessel weg. Ich will was erreichen. Ich sehe, weiß auch, dass in einem gesunden Unternehmen werde ich auch dann belohnt dafür, wenn ich mich engagiere. Genau. Und dieses Dazugewinnen von noch mehr Lebensfreude und ich kann mir dann vielleicht einen noch schöneren Urlaub leisten. Und dass das eher so der Nervenkitzel ist, der nicht eine kranke Angst ist sozusagen, sondern ein gesunder Antrieb. Ja? Ja, und das nenne ich die konstruktive Angst. Ja. Ich freue mich, klingt sehr arrogant, meine ich aber nicht so. Sie haben genau das verstanden, was ich immer rüberbringen will. Genau. Und so habe ich das auch im Internet alles verstanden. Lebensfreude, ja, das ist genau das. Wenn Sie mir meine Lebensfreude wegnehmen, dann werde ich ja krank. Ja. Ja, genau. Wenn Sie mir Lebensfreude geben, dann werde ich gesund, dann bringe ich Leistung. Das heißt, dann habe ich nicht nur was für mich erreicht, sondern für meine umgebende Gesellschaft was erreicht, für meine Kultur. Und dann sind wir auch, dann kommen wir in alle Lebenssparten hinein. Ja, kommen aber kann man dann nicht auch... hinein. Aber man kann ja dann auch dieses Ranglistendenken ablegen eigentlich, oder? Wäre schön. Bei Herr Weber, bei Ihnen klingt das immer so, dann wenn man kreativ ist und dann leistet man wieder was und dann ist das immer so so sehr orientiert, dass ich dann wieder in irgendeiner Rangliste von dem Unternehmen nach oben rutsche. Aber löst sich das damit nicht auf? Also wenn jeder tatsächlich sich mit seinem Talent einbringen kann, da gibt es ja eigentlich gar keine Hierarchie mehr. Also ich damals noch Personalleiter war, habe ich eingeführt, dass man auch befördern kann, im Grunde mit Hilfe der Fachkompetenz. Also wenn da ein Ingenieur war, der war sehr gut in seiner Fachkompetenz, aber keine Führung übernehmen wollte, bekam der auch im Lohnsystem eine Beförderung als fachkompetenter Ingenieur. Ah, okay. Ich glaube, genau, das meine ich. Das brachte sehr viel Erfolg. Das ist sehr viel Leistung frei. Weil er Spaß bekam an seiner Leistung. Genau, ja. Angst, es ist manchmal eben das, was er gerne tut, wegnimmt. Genau, weil es ist ja so gestaffelt, dass eben die Führungskräfte kriegen mehr und wenn man irgendwie mehr Geld verdienen will, muss man probieren, in so eine Führungsebene reinzukommen. Da will das ich gar bedeutet, nicht rein. Da will ja gar keiner rein, weil das bedeutet ja auch, dass man die anderen eben unten hält. Richtig. Sonst ist man ja nicht mehr oben. Genau deswegen sind ja diese Ranglisten so wertvoll. Wir sind gerade bei der Unternehmensberatung, denn der Rat soll ja nicht nur der Bundesregierung, nicht nur den Parteien, nicht nur den Ministerien, Gesundheitsminister, Minister Spahn und so weiter, sondern auch eventuell Unternehmen zur Verfügung stellen, die schneller positive Sachen bei sich implantieren wollen, als das die Bundesregierung schafft. Ne? Und auf dem Gebiet würde ich gerne bei Ihnen mitarbeiten. Genau, dann würden Sie auf solche Anfragen ja dann auch, wären Sie mit im Team, wenn solche Anfragen kommen. Dann entscheiden Sie und sagen Sie, aha, interessantes Unternehmen, da danke für den Anruf, ich mache mit. Ja? Oder ich bin dabei. Und so weiter. Und ich wollte Ihnen aber das sagen, wir diskutieren hier ganz viel auch Management, Psychologie und Human Resources Management und wie es alles heißt und so weiter, diskutieren wir ja alles hier immer wieder. Und zwar ist es da so, Frau Stetzer, Sie haben gerade das Problem richtig benannt. Sie hatten so eine Antipathie gegenüber diesen Ranglisten, die wir empfehlen. Also ich sage Ihnen mal, was wir Unternehmen empfehlen. Das Ideale ist, wenn man eine Aufgabe mit mindestens einem Tandem besetzt, also mindestens mit zweien, die parallel arbeiten, und die sozusagen einfach Spaß dran haben, sozusagen jeder versucht eben, zum Beispiel kann von dem Tandem der eine, das eine halbe Jahr, der eine
der Entscheider sein und der andere der Berater sein. Und dann wechselt das und der andere wird zum Entscheider und der andere zum Berater. Und am Ende können Sie ranglistenmäßig feststellen, wer einfach da das bessere Händchen hat, wenn er der Entscheider ist, sozusagen von den beiden. Das, und okay. Ist und aber starke Zukunftsmusik. Ja, wenn natürlich, Sie wollen, natürlich. Ihnen dazu ein Beispiel, dass ja. Es schwierig ist, es so zu funktionieren. Haben wir Zeit für das Beispiel? Ja, natürlich. Wenn Sie Zeit haben, haben wir gut. Auch Zeit. Wenn ein Tischlermeister zusammen mit einem Tischlergesellen einen Tisch konstruiert, dann wird der Tischlermeister ja seine Erfahrung, seine Anweisung, seine Organisation reinbringen. Und der Tischlergeselle wird das Handwerkliche erledigen, um den Tisch zu konstruieren. Dann wird immer nachher der Tischlergeselle sagen, ich habe den Tisch gebaut. Einfach nur, um gleich zu fahren mit seinem Vorgesetzten, dem Tischlermeister. Ja, ich wollte damit auch nur sagen, also das war jetzt, sicherlich lässt sich auch das, was wir eben gesagt haben, eher so auf Führungsebenen anwenden als jetzt auf eine Tischler-Situation. Aber wir haben so einen Begriff von Tandem-Systemen sozusagen. Aber wir haben auch dann zum Beispiel, diskutieren wir, übrigens hat das nichts so direkt mit dem Rat zu tun, wir diskutieren das einfach nur aus Interesse sozusagen direkt auch sehr oft, dass wir einfach sagen, ja, wenn man dann nämlich so wie im Gesundheitswesen, wo wir dann Messgrößen haben, wo wir die Leistung, die Gesundheitsförderung, Leistung des Arztes zum Beispiel an den Gesundheitskosten, Daten, Entwicklungen der Versicherten ausrechnen können sozusagen und an den Wohlfühlmoten der Versicherten, wenn die sich positiv entwickeln, kann man sehen, dass der Arzt zumindest nichts Grundlegendes falsch gemacht hat, ja, sozusagen. Und, ja, ja. Und dass wir sozusagen einfach nur in Unternehmen, wenn man dann so Ranglisten hat, dann ist das einfach, hat das diesen kleinen sportlichen Charakter. Und dieses Problem ist nämlich, Frau Stetzer, das hatten Sie nämlich angesprochen, denn wenn Sie gleich jemand anderen seine Position haben wollen, einem höher Gestellten zum Beispiel, dann entsteht so etwas wie ein Krieg um die Position. Wie, das sollten wir vermeiden, weil das schadet dem Unternehmen. Das schadet dem Unternehmen. Ja? Dann wird die Sache zu den Schwertern, mit dem die beiden kämpfen. Genau. Und dann wird es nämlich so, dass dann plötzlich Kriege und Königreiche in dem Unternehmen entstehen und jedes Königreich, genau. Das entsteht, schadet dem Unternehmen. Und das wir geht sagen von nur, oben dass ganz runter bis unten hin. Genau. Und deswegen sagen wir müssen da einfach auch gesunde Anreizstrukturen in jedem Unternehmen setzen, die wasserdicht sind und die nicht erlauben, dass ich durch Mobben oder Schädigen eines anderen Mitarbeiters gewinne, sondern ich gewinne nur, indem ich etwas Nützliches für das Unternehmen tue, was am Ende bei den Unternehmensmessgrößen sozusagen direkt auch messbar ist, sozusagen. Und dann wird quasi das unternehmerische Arbeiten also eigentlich mehr so ein, wie so ein einmal teamorientiertes und gruppenorientiertes, aber auch ein sportliches, wo jeder immer sagt, wenn ich dann eine Idee einbringe, dann werde ich auch für diese Idee anerkannt und mir wird das auch zugerechnet, was ich an Idee entwickelt habe und an Innovationsidee und dafür kriege ich auch vielleicht ein Plätzchen höher in der Rangliste. Und weil Menschen sind so, das sagen uns alle Biologen. Biologen sagen, der Mensch ist ein von Natur aus gesunder Egoist. Ja? Aber Sie brauchen bei sowas ja dann immer noch mal wie so ein Kontrollapparat, der dann guckt, oder ein Bewertungssystem. Es muss ja dann noch mal was sein. Sie müssen was, immer Messzahlen haben, ja, ist richtig. Bitte? Richtig. Ja, Sie müssen Messgrößen haben. Sie müssen, wenn Sie Anreize richtig setzen wollen, dann müssen Sie zum Beispiel beim Arzt ja die Gesundheitskosten-Datenkurve des Versicherten im Blick halten, der Versicherten. Der hat zum Beispiel 500 Versicherte und dann gucken Sie bei den Gesundheitskosten-Datenkurven in den Computern der Krankenversicherung, gucken Sie, wie sich die Versicherten entwickeln. Zum Beispiel wissen Sie ja von den, manchmal haben Sie ja schon die Großeltern und die Eltern versichert, ja, und dort hatten Sie bestimmte Krankheitsverläufe und Kostenverläufe, ja. Und wenn Sie dann zum Beispiel, wissen Sie ja dann, dass statistisch gesehen bei solchen Vorerkrankungen, die der Versicherte hat und bei den Geschichte der Eltern und Großeltern,
dass dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Kurve einen solchen Steigerungsgrad hat, so ähnlich wie bei den Eltern und Großeltern. Ja? Und wenn dann der Hausarzt es schafft, mit seinen Präventivkursen die Leute zu faszinieren für gesundes Leben und das unter der Kurve bleibt, dann kriegt er sein Honorar daraus ausgerechnet. Und wenn Sie solche Messgrößen nicht wasserdicht setzen, sozusagen, dann kriegen Sie am Ende wieder Fehlverhalten auf Seiten des Arztes. Ja? Sie müssen ist die erste große Aufgabe, ja, diese Messgrößen in den unterschiedlichen Lebensbereichen zu setzen. Das nennt man also in der Wissenschaft, Herr Professor Panzig, ich glaube, Sie kennen den Begriff vielleicht, Operationalisierungsproblem. Ja, natürlich. Sie müssen operationalisieren und Messgrößen dafür herstellen. Da brauche ich nun Messzahlen, nach denen ich eine Leistung definieren kann. Genau. Denn es wäre nichts Schlimmeres, als zu belohnen, ohne sagen zu können, warum die Belohnung stattgefunden hat. Genau, die Messzahl. Ich kann sagen, so, Sie haben diesen Auftrag hundertprozentig erledigt, weil das und das Termine eingehalten und das und das gemacht worden und deswegen kriegen Sie jetzt die Belohnung dafür. Genau. Dann ist das ja nachvollziehbar und führt nicht zu einem Neidkomplex bei den Kollegen, die jetzt keine Belohnung bekommen. Genau. Mhm. Der Begriff der Operationalisierung stammt ja ursprünglich, glaube ich, aus der Wissenschaftstheorie und aus der Wissenschaftsmethodik und Wissenschaftsmethodiklehre, weil wir da quasi in einem Experiment das Gleiche machen. Wir plädieren ja im Prinzip, wir als Laien des Rates, nicht die Wissenschaftler, aber wir plädieren ja dafür, dass wir wissenschaftliche Methodik in die Gesellschaft und in die Wirtschaft hineinholen müssen. Und operationalisieren heißt, dass wenn wir ein Experiment machen, müssen wir ja das, was wir messen wollen, in Zahlen messbar machen, also mit Daten messbar machen. Und das nennt man dort das Operationalisierungsproblem. Und jede wissenschaftliche Studie ist nur so gut, wie sie wasserdicht ist. Wir sagen in der Wissenschaft ja, wenn ich ein wissenschaftliches Forschungsergebnis mit auch nur einer Alternativhypothese erklären kann, dann ist die Studie wertlos. Weil ich darf ja nur interpretieren, ein bestimmtes Ergebnis einer Messung sozusagen, wenn es nicht eine Alternativgröße gibt, die zum Beispiel sagt, ja hoppla, die Tatsache, dass zum Beispiel, ja, lassen Sie mich das Beispiel noch sagen, die Tatsache, dass zum Beispiel kleinere Menschen häufiger zu Ärzten gehen und häufiger Arztbesuche haben, jetzt behaupte ich in der Interpretation, kleinere Menschen müssen häufiger zum Arzt. Stimmt aber nicht, sondern es ist so, dass Frauen, die auch noch einen Frauenarzt haben, grundsätzlich häufiger zum Arzt gehen und in Wirklichkeit lautet die Alternativhypothese, in Wirklichkeit ist es nämlich nur so, dass Frauen häufiger zum Arzt gehen und Männer etwas weniger und mit der Größe hat das überhaupt nichts zu tun. Und deswegen sagt die Alternativhypothese, die ich jetzt aufgestellt habe, diese Studie ist mit ihrer Interpretation wertlos, weil sie nicht wasserdicht war. Ja? Und so müssen wir überall wasserdichte Konstellationen schaffen. Nur dann wird der Mitarbeiter fair beurteilt und der Arzt muss das Gefühl haben, dass er absolut fair beurteilt wird. Ja? Das würde bedeuten, wir müssen unterscheiden zwischen einer Behauptung und einem Faktum. Genau. Genau. Was Sie sagen mit der Nachweisbarkeit, das heißt, ich weise ja Fakten nach und kann die vergleichen. Ja. Das Gegenteil, ich behaupte einfach, kürzere Menschen gehen öfter zum Arzt. Genau. Weil ich vielleicht gerade 2, 3 Freunde habe, die kleiner sind und die gehen nur einmal zum Arzt, weil sie eine Krankheit haben. Ja. Diese Behauptung zieht sich durch alle, das Behauptungsphänomen zieht sich durch alle Gesellschaftskreise durch. Wir behaupten sehr viel. Ja. Alle blonde und Frauen, weiß ich nicht, weiß nicht was. Ja, Herr Professor Panse, soweit können Sie dem soweit alles so halbwegs zustimmen. Da war natürlich auch jetzt viel private Meinung von mir dabei, die irrelevant ist. Das ist doch richtig, ist doch wichtig. Ja, aber, natürlich. Ja. Mhm. Ist ja nur wichtig. Ich sagte Ihnen ja, also wenn Sie auf mein Fachgebiet Wert legen, dass eine Mischung ist zwischen Sozialkompetenz in Unternehmen und so weiter und rationalem Denken, dann würde ich mich bei Ihnen gut aufgehoben fühlen. Ja, super.
Wir haben jetzt ausführlich über das Gesundheitswesen Deutschland gesprochen. Wenn Sie jetzt mal denken, wir behaupten ja, also sozusagen, dass wir das Prinzip mit den positiven Gegenanreizen auf alle gesellschaftlichen Systeme übertragen sollten. Jetzt überlegen Sie mal selbst oder fragen Sie uns mal vielleicht jetzt auch, Herr Professor Panse, welches System Sie besonders interessiert und wie das da aussehen würde, zum Beispiel das Rechtssystem oder das Bildungssystem oder das Rentensystem oder wie da, was es da bedeuten würde, positive neue Anreize zu setzen. Oder zum Beispiel in der Bevölkerungspolitik. Aus dem Stegreif würde ich sagen, das Bildungssystem. Was ist in Zukunft wichtig? In Zukunft ist wichtig an Kompetenz die Persönlichkeitskompetenz, die Beziehungskompetenz und die Digitalkompetenz. Genau. Das würde bedeuten, zwei Faktoren waren eigentlich, wo es wichtig wäre, dass der Mensch mimetisch eigentlich gesund ist. Er muss emotional, kooperationsfähig, teamfähig sein. Und das wollen wir durch unsere Anreizkorrekturen erreichen, dass wir sozusagen... Da sind wir in der Persönlichkeitsseite und auf der Beziehungsseite. Genau, genau. Denn wir sagen ich kann Sie ja krank machen im Betrieb oder ich kann Sie aber auch gesundheitlich fördern. Ja. Ich kann Sie als Ihr Chef krank machen und ich kann Sie fördern. Ja. Genau, ja. Ein Beispiel, wenn ich das sagen darf, aus den Anfängen meiner beruflichen Tätigkeit, die mich in dieses Fach gebracht haben. Ich war damals mal Personalchef mit 30 Jahren. Und einer meiner Mitarbeiter, der war so um die 50 rum, das bei einem Amerikaner. Und ich merkte, wie der, ich hatte noch von Angst, keine Ahnung, nix, wie der so immer um mich herumkurfte, mir die Füße leckte und. Und dann sprach ich mit ihm plötzlich mal. Und dann sagt er, ja, schauen Sie, Sie sind 30 Jahre. Wenn Ihnen was passiert, Sie finden morgen eine neue Existenz. Ich bin 50 Jahre und habe 3 Kinder. Meine Existenz hängt von Ihnen ab. Mhm. Oh, da habe ich gesprochen. Hängt von mir 30-jährigen jungen Spund ab. Ja, genau. Da haben von dem Gedankenausgang aus bin ich dann nachher auch wissenschaftlich immer weiter in diese Beziehungsebene reingekommen. Das Ganze krank machen oder gesund machen geschieht. Ich denke nicht jetzt an so Krankheiten wie einen Bruch oder so, geschieht immer im zwischenmenschlichen Bereich. Mhm. Man sagt ja sogar, auch Krebs entsteht sehr stark im zwischenmenschlichen Bereich. Ja. Mhm. Das kann ich weil man emotional das nicht, Ja, und vielleicht sage ich jetzt Ihnen mal, was wir so intern diskutieren zum Thema Bildungsreform, ja? Vielleicht einfach Übertragung des gleichen Prinzips, was uns diese ganzen vielen Professoren, also wir beziehen uns ja immer auf die ganze Liste dieser Professoren, ja, die ich Ihnen ja eben fast alle schon genannt hatte. Und diese ganzen Professoren, wenn wir das gleichberechtigt übertragen auf die Frage Bildungsreform, dann würden wir also quasi der Bildungsministerin eigentlich oder dem Bildungsminister, ich weiß gar nicht, wer es gerade ist, gerade raten, Folgendes zu sehen. Die Professoren des Hauptstudiums, also das Abschlussphase des Studiums sozusagen, werden in Zukunft auch in Ranglisten geführt, sollte man vielleicht auch in Ranglisten führen, und die Steuerleistung der Absolventen soll auch ein bisschen mit darüber entscheiden, welche Rückmeldung ich auch als Professor dafür kriege, ob es mir gelungen ist, einen Menschen zu einem kreativen, in der Wirtschaft innovationsfähigen Mitarbeiter auszubilden und zu erziehen sozusagen und ihm zu helfen als Mentor sozusagen. Und wenn er dann, nämlich dann, wird das die Wirtschaft auch meistens erkennen und wird ihm einen gut bezahlten Job geben und diese Steuerleistung kann ich ja messen. Jeder Professor in dem Hauptstudienbereich hat ja viele Absolventen. Das war ja schon mal, als ich damals noch Student war, da wurde die bezahlt nach Hörer. Da musste ich mit meinem Studienbuch das immer testieren lassen, dass ich da auch gehört habe. Genau. Aber das wäre ein aus unserer Sicht nicht wasserdichter Anreiz, denn die Tatsache... Nee, wasserdicht war der nicht. Wasserdicht ich habe auch oft Mitstudenten mit meinem Studienbuch da dahin geschickt.
Genau. Und sowas bitte nicht weiter sagen. Das sagen wir nicht weiter. Das wäre ein Beispiel für ein nicht wasserdichtes System, während die Steuerleistung ein relativ wasserdichtes System ist, weil da kann ich ja nicht dran manipulieren oder auch nicht, denn die Masse der Zuhörer entscheidet ja nicht, wie gut ich die jungen Leute herangeführt habe in der Endphase des Studiums an ihre zukünftige auch Berufstätigkeit zum Beispiel, ja? Was ich Ihnen noch zum Schluss jetzt von diesem Kapitel sagen würde, ist, dass wir ja bei dieser Bildungsreform ein Problem haben, nämlich wie beurteile ich denn jetzt eine Kita-Mitarbeiterin, wenn ich ja die Steuerleistung erst in 20 Jahren oder in 15 oder 20 oder in 25 Jahren erst habe. Da haben Sie das Problem genannt, richtig. Und das ist das Problem. Und wissen Sie, was wir da für eine Idee haben? Die Steuerleistung bemessen wir auf jeden Fall und beziehen sie nach 20 Jahren auf die Kita-Mitarbeiterin. Aber damit sie jetzt schon einen Richtungshinweis kriegt, wie sie vielleicht noch besser mit den Kindern arbeiten sollte, machen wir Folgendes. Wir machen Folgendes. Die Hauptstudiumsprofessoren entwickeln gemeinsam einen Test, wie sie messen können, die Leistung des Grundstudiums, dass der Student gut vorbereitet ist für das Grundstudium. Und die Grundstudiumsprofessoren erstellen einen Test für die Abitur. Und dann geht es zur Mittelstufe und dann geht es zur Grundschule und dann geht es zur Kita und so weiter. Ja? Und dadurch können wir über diese Kette, können wir über diese Tests, die wir dann erstellt haben, können wir der Mitarbeiterin in der Kita unmittelbar eine Rückmeldung geben. Also ihre Arbeit in der Kita beurteilt der Test für die Grundschule so, dass die hervorragend war aus Sicht des subjektiven Tests. Natürlich muss das dann verifiziert werden nach 15 Jahren, wenn der junge Mann im Unternehmen als Auszubildender auftaucht. Ja? Was in 15 Jahren noch wichtig ist. Ja, aber ich weiß ja dann als Kita-Mitarbeiterin, dass zum Beispiel meine gesamte berufliche Leistung und meine Wertschätzung und meine Ranglistenposition und so weiter davon abhängt, dass ich mir heute Gedanken mache, dass ich es jetzt Kreativität fördere, Lebendigkeit fördere, Spaß am Leben und am Lernen. Die Kita-Dame braucht doch heute ein Erfolgserlebnis. Genau, und das kriegt sie dann. Das Erfolgserlebnis bei den Eltern, wenn die Eltern sagen, plus die Lehrer, was ich was noch, denn Eltern sind ja nicht objektiv, sagen, Mensch, da mein Kind hat ein gutes Rüstzeug für die nächste Stufe mitbekommen. Das wäre doch meines Erachtens der Belohnungsfaktor. Also der Einschulungstest, der dann vielleicht bei allen Kindern gemacht würde und erstellt würde von den entsprechenden Mitarbeitern der Grundschule, dieser Einschulungstest, der würde ja der Kita-Mitarbeiterin sagen, Dankeschön, du hast hervorragende Arbeit geleistet. Ja. Du solltest vielleicht doch nochmal von den anderen Kollegen lernen, die in der Rangliste über dir stehen, weil die doch vielleicht bessere Ergebnisse haben. Und das sollte doch ein guter Weg sein. Mhm. Was sagen Sie dazu? Die würde man ja neu erarbeiten. Ja, die Tests müssten völlig neu erarbeitet werden. Ja, genau. Ich habe gute Arbeit gemacht und jetzt kriege ich, weiß nicht was, 100 Euro mehr. Also ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Wir werden das jetzt auswerten und wir müssen jetzt den nächsten Professor anrufen. Frau Stetzer, Sie wissen, wir beenden jetzt diese Konferenz. Vielen und Dank. Sie sprechen den... Ich wünsche aber der Frau Stetzer noch einen schönen Urlaub in Portugal. Wünschen. Ja, danke schön. Ich auch. Ich schließe mich an. Alles klar. Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Branze. Ich würde mich auch gerne mal privat anrufen, unter meiner Telefonnummer. Haben Sie sehr nett, danke schön, die habe ich. Haben Sie die Nummer? Ja, die habe ich. Ja.